lassen wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommel dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an Omnitel gegen Syphilid Breakfast. Kombo gegen Kombo. Kombo gegen Kombo, das Syphilid Breakfast aktuell eins der beliebtesten Kombo-Decks. Ja, total. Und totaler Sleeper gewesen. Ja, über Jahre hinweg. Auf der anderen Seite, Omnitel habe ich jetzt einfach mal so genannt, weil es ja aktuell sehr, sehr viele Listen gibt, die halt eher so diese Sneak Attack-Version spielen. Das hier aber, glaube ich, noch mal eine Wishlist ist. Ich glaube auch, da war an dem Abend hat er Wishes gespielt. Ja. Und Wishes sind für mich automatisch ja. Omnitel. Der spielt halt Omniscience dann, dann ist es ein Omnitel. Ja. Ja, also wenn der Wishes spielt. Ja. Der Cephalid Breakfast ist von Farben her Esper, ne? Genau, es ist Esper, es spielt zwei Aether-Fiolen, kein Discard, zumindest nicht Mainboard, ein bisschen Removal, ein bisschen Counter, aber es ist halt mittlerweile einfach straight auf die Combo aufgebaut. Es ist so schnell, dass du in der Combo bist, das ist wirklich wahnsinnig. Ja, kann ich verstehen. Ja, das Deck, muss ich ganz ehrlich sagen, war ja jahrelang irgendwie überhaupt nicht präsent. Nee, und es dann, war immer so ein Fun-Deck. Und dann auf einmal so plüpp. Ja klar, Tassas Orakel macht's besser. Aber ansonsten, wir hatten ja glaube ich schon mal drüber geredet, was war jetzt reingekommen? Ursas Saga? Genau, Ursas Saga, Tassas Orakel und der Search-Spell, den man cyclen kann. Der Cycle-Spell für Wizards, ne? Mm, genau, das Wizard-Cycling für zweimal, ne? Hier haben wir ein Fetch. End of Turn. Deutet... Intuition? Nicht. Das ist nicht End of Turn. Ich gehe hier tatsächlich gerade von einem Schorn heraus. Ach so, und hat da schon was passiert. Yes. Ich war gerade so in das Gelabere über Cephalid Breakfast verfliegt. Weil, to be honest, das Deck war bis vor einem halben Jahr? Ja? Dreivierteljahr? Ja. Total. Ja, bis halt es gemerkt wurde, dass es gegen Mono-White-Initiative ganz gut ist. Und dann ist eben festgestellt, so hey, es ist auch sonst gut. Ja. Da kommt der Gute, da kommt Forsophil, Pitch, Teferi. Ach nochmal, ein Deck, das Teferi spielt, ist auch selten geworden, ne? Och, ja, du hast halt die Jeskai Control Listen, ne, die spielen dort. Theoretisch könnte man auch mal Vespa Control. I like. Ja. Oh, du Ursa Saga. Da ist die Shuku schon mal geladen und nicht entsichert. Ja, das absolut. Vor allem, Ursus Saga macht halt auch noch einen zweiten Aspekt. Ursus Saga kann halt einfach mal ein Beatdown-Plan sein. Ja, aufs Maul. Preordain. Also, wurde einfach schon untergeslammt. Ja, dann hat man auch irgendwas. Weil das war jetzt wahrscheinlich einfach nur der Test, weil man hat überhaupt nicht gegengezockt und man hat vorher kaum was gespielt. Man noch so das ist ein Emrakul und ein Sneak Attack. Man hat halt auch einen tiefen Mulligan genommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah. Und, Give it a try. Ich glaube, hier geht man einfach auf. Bottom. Ich habe gesehen, dass Ding mal Bottom. Top. What? Land. Mountain. Okay. Was waren da noch? Ich nehme zweimal, damit hier Wizard zeigen. Dann. Ja klar, weil die Schoko in Reichweite ist. Hm. Und dann. Deiner, der ist hier verlebt, der Breakfast. Ja, einmal Frühstück bitte. Auch immer interessant, wenn man sieht, wie alte Decks immer noch ihre Namen bekommen haben im Vergleich zu neuen Decks. Ach ja, das war doch da, die haben doch irgendwie mal... Ja, die haben beim Frühstück darüber diskutiert. Ja. Und deswegen wird das Cephalid Breakfast Deck. Ja, weil es halt ein Cephalide ist. Und ja, man hat Frühstück mit dem Deck kreiert. Und genauso war es ja auch viel mit Team America oder so, wurde einfach nur, weil es halt von einem amerikanischen Team auf der deutschen, eigentlich auf der deutschen, auf der... internationale Meisterschaft gespielt wurde. Ja, und dann haben wir noch Dead Guy L. Dead Guy L, genau. Was einfach ein Schnaps ist. Team Deutschland als Sombardement. Yep. Dann, also es gab ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das war wirklich spannend, wie früher Decks benannt wurden. Und heute ist es halt so, ja, ich spiele Grün-Schwarz-Discard. Okay, viel Spaß. Jeskai Control, warte mal. Ja. Was, das Deck ist blau, weiß, rot und hat eine Control-Shell. Ja. Wow. Dann ist es ein bisschen... Oh, da ist ein Ding auf der Hand. Ein Möbel auf der Hand. Und da ist ein Daze. Nicht schlecht. Daze kommt jetzt natürlich gut, weil Omnitel wahrscheinlich versuchen muss. Ja. Oder auch nicht. Preordain. Ist die Frage, weiß Omnitel, dass er gegen Daze spielt? Aber nicht.
Wie viel spielen die? Zwei, drei? Drei bis vier tatsächlich. Doch relativ viele, je nach Liste. Das ist schon okay. Es ist halt die Frage, wie schnell man hier zuhauen kann. Man kann jetzt nicht wirklich Showtel spielen. Nee. Das wird gedazed. Man. Hier musst du patient sein. Aber das Problem ist, das kannst du halt nicht. Deine zwei Handkarten sind halt Sneak Attack und Emrakul. Das heißt, du nimmst jetzt irgendwie ein Soulland, smash das Soulland, smash das Sneak Attack, Gegner, counter das. Du hast halt verloren. Das ist halt der Punkt. Also das du ist hast die Idee. Okay, Boseju, Mainboard. Mainboard? Ach du Kacke. Sick. Ja, dann war's das halt, ne? Ja. Weil da wird wahrscheinlich jetzt drei Tapmanana an Pool. Da nehmen wir uns eine Schoko. Schoko. Kann ich mir überlegen, theoretisch geht das ja ganz schnell. Du droppst Turn 1 eine Saga und spielst eine Weil. Turn 2 kannst du theoretisch schon den Cephaliden legen oder du legst einen Turn 3, dann hast du Turn 3 die Combo. Ja, du kannst auch Turn 2 schon machen, wenn du erste Runde Aetherfiole machst, zweite Runde Cephalid und Aetherfiole den einen Mana drüber legst. Stimmt! Ich habe schon zweimal bis, oder dreimal, glaube ich, bisher Turn 2 gekillt. Ist das reulich? Ja, das funktioniert. Und dadurch, dass du halt sehr, sehr, sehr stabil auf diese Combo-Pieces mittlerweile gehst, nicht mehr Yorion spielst, einfach nur Cantrips und diese Combo spielst, bist du so stabil darauf, das durchzuziehen. Okay, das ist ein Brainstorm. Boah. Ja, was ist das, Mana? Anders. Weiß nicht. Es ist halt immer noch Omnitail. Die können halt auch Daisy. Du willst wahrscheinlich die Möbel oben drauflegen. So, ja. Ah, man hat noch einen Landdrop. Ja, Daisy ist auch irrelevant. Daisy ist auch irrelevant. Du hast mehrere Landdrops sogar. Ja. Okay, Daisy ist nicht irrelevant, wenn man so spielt. Das hat man stimmt. Einfach Glück, dass der Omnitail-Spieler gerade kein Daisy hat. Dann equippt man 50.000 Mal auf dieselbe Kreatur. Darf ich komplett das Millen oder möchte, ja. Möchte... Und dann hat sich der Käse auch schon gegessen. Ja. Dann Narkomöben, die wenn sie vom Deck auf den Friedhof gehen, direkt ins Spiel kommen. Dann hat man einen Dread Return, wo man drei Kreaturen opfert und eine Kreatur aus dem Friedhof wieder zurück ins Spiel bringt. Das ist Tassos Orakel, die sagt, wenn du kein Deck hast, das Spiel gewonnen. Ja. Man könnte jetzt auch noch die Cable Therapy nutzen. Ja, du kannst jetzt noch Cable Therapy... auf Force. Ja. Days. Bei den Handkarten. Ja, man hat ja noch ein Land eigentlich. Also ich weiß nicht, ob man das Land einfach gespielt hat. Hier wurde mit Silence gespielt. Spannend. Ich dachte, er hätte meine Liste gespielt. Weil ich habe das Deck ja noch auf die Tür hochgeladen gehabt. Aber da ist tatsächlich ein Orange Chant. Der hat sogar dein Dread Return geklaut. Das stimmt. So, und dann Dings, Bums und dann ist dein Dings sogar 4. Weißt du, dürftest noch 4 Handkarten haben. Ja. 4 Deckkarten. Da war halt, nicht so viel. Und Buseju, wahrscheinlich als Tech gegen Delver. Also gegen Delver und auch gegen sowas halt. Also generell blau mit Counter. Ja, Sideboarding, Breakfast, boah, schwierig. Man hat, glaube ich, gar nicht so viel gegen Ding. Man kann Flusterstorm, Red Elemental blasten, das ginge. Blue Blast würde ich. Boah. Weiß ich noch, man kann es theoretisch sagen, ist okay, weil Sneak Attack. Und eventuell Moon. Und eventuell Moon, das ist, glaube ich, eher tatsächlich der Fall. Boah. Genau, ja. Ansonsten schwierig. Omnitail hat natürlich Surgicals. Die sind immer sehr, sehr gut. Das wohl war. Die Möglichkeit, Moon zu boarden. Auch die kann, wenn sie Turn 1 oder Turn 2 kommen, richtig was rausknallen. Und ja, gerade dadurch, dass wir uns in der Omnitail-Liste befinden, die ja auch den Ding spielt, den Fable of the Mirrorbrook. Stimmt! Ja, ist generell so im Schulter gekommen. Und die Jetrax. Grand Unify. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Liste. Ich muss gerade mal nochmal gucken, aber die Jetrax ist ja jetzt mittlerweile irgendwie auf MTG Top 8, bei Common Played Cards Top. Ja, die ist relativ hoch gespielt. 8 Creature. Ja. Der Gruseldaddy ist Nummer 9. Ja, das heißt, es werden mehr Atraxas als Grizzlebrände gespielt. Es liegt halt dran, dass es auch ganz, ganz viele Natural Order gibt. Natural Order Listen, die Reanimator spielen sie halt auch, aber nicht so oft wie den Grizzledaddy. Das ist schon interessant. Genau, und Omnitail ist ja auch angekommen.
So. Ja. Ja, mal von vorne, Karten neu gemischt, Omnitel fängt an. Jo. Das kann schon gut das sein. Auf der anderen Seite, ich glaube, vom allgemeinen Matchup ist das Breakfast hier weit vorne. Ja. Weil alleine, wenn man sich überlegt, okay, man spielt erste Runde, keine Ahnung, den 1-1-Dude, der Gegner spielt Joe und Tell, legt einen Emrakul rein oder einen Grizzlebrand und du legst halt einfach den zweiten Combo-Piece rein und gewinnst einfach. Ja. Ist halt du kannst, selbst wenn du Joe und Tell legst und der hat kein Combo-Piece liegen, kannst du dir nicht sicher sein, dass wenn du diese Runde nicht gewinnst, nächste Runde noch erlebst. Ja. Das ist halt so dumm. Ist halt einfach bitter. Da kommt ein in Betracht ziehen. Wie es auf Deutsch heißt. Steffen mit seinen deutschen Karten. Ja, großartig. Ich verstehe das nicht. Das ist genauso wie Leute, die jede Karte anders haben. Vom Prinzip her, ich meine, Breakfast ist ja als Combo-Deck sehr anfällig gegen Grapeshot Hate und ähnliches. Auf der anderen Seite werden halt nur punktuelle Grapeshot Hate Karten nur noch gespielt. Es werden fast keine Leylines oder sowas gespielt aktuell. Nee. Und glaubst du, das ist Favorite auch so ein bisschen? Oder denkst du? Ja, aber eine gut gezündete Dings kann halt auch ausmachen. Eine gut gezündete Surgical. Ja, das Problem ist ja, gerade in der Version, wenn halt Teferis damit bei sind und Counter und so weiter, wird es halt echt schwierig. Ja, das stimmt. Ich finde es halt spannend zu überlegen, was halt aktuell das Deck gegen sowas wie Leyline tut, weil das ist nicht viel. Nicht so Brazen Burrow und das war's. Teferi. Zum Monster, das ist korrekt. Ja. Removal Mass? Ja, okay, du kommst nie auf die 4 Mana. Genau. Und alle Mana-Farben. Man macht ja nichts anderes. Oh, da war eine Tasse Orakel. Das ist gut oder schlecht? Das ist schlecht. Da ist die Adder, weil... Ja, dann ist es gar nicht so schlecht. Strip Mine. Tatsächlich. Strip Mine. Oder? Nee, hat kein Soulland. Nee. Wird da echt ein Force weggeschossen. Force plus Show and Tell. Autsch. Edged von dem Away. Sehr, sehr hübsch. Da ist ein Blood Moon. Nee. Doch. Oh, schade, ich hätte so gerne Strip Mine gesehen. Ja, nächste Runde. Go! Okay. Hat man da noch was vor? Da ist ein Omniscience, ein Show and Tell, ein Blood Moon und irgendeine Random Card. Vielleicht irgendein Counter? Boah, schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich hier was droppen würde. Brainstorm. End of turn. Okay. Man braucht ja noch ein Land. Ein Land und dort... Da ist ein Paddle auf jeden Fall. Und ein Mountain. Dementsprechend hat man da auf jeden Fall was, was man machen kann. Das heißt, man geht halt hin, macht... Mountain hast du, Paddle hast du. Würde ich fast schon überlegen, ob ich dann das Show and Tell spiele. Für Omniscience into Blood Moon. Das stimmt, ja. Das sind gut. Bait ist im Zweifelsfall ein Counter, okay. Aber der Blood Moon macht halt schon auch schon viel. Vor allen Dingen bei dem jetzigen Boardstate passiert da wenig. Ja. Unter Blood Moon. Ja, stimmt. Da hat er auch schon zwei blaue rausgeholt. Du zeigst halt gerade so hart, dass du ein Dings drin hast. München. Ja, ich war gerade nur. Das ist halt schon so. Spannend. Ich bin halt vom Prinzip her, vom Deck her gespannt, wie Several Breakfast hier durchspielt. Weil Breakfast kann halt auch langsame Sachen machen. Du kannst halt auch immer nur drei Karten bei drei Karten millen. Und solltest es auch meiner Meinung nach tun. Du gehst halt selten hin, wie jetzt gerade eben, und sagst, mill mein gesamtes Deck. Sondern du millst halt, bis halt irgendwas kommt und dann machst du halt so meh und dann passt das. Oh shit. Das boah, ich weiß noch nicht mal, ob ich das gemacht hätte, sondern ob ich nicht einfach gesagt hätte, ich lasse das Lotus Petal, was ich habe, oben drauf. Und Days Cover. Ich glaube, hier wird nicht an Days gedacht, tatsächlich. Und ist die Frage, ob Breakfast überhaupt noch Days drin hat on the play. Stimmt. Auf der anderen Seite sind sie in Combo-Deck und müssen man, oh mein Gott, da ist eine St. Catherine. Die wurden reingebordet. Die kann halt knallen mit Brainstorm. Die kann knallen mit Brainstorm, die nette Dame. Wie viele Basics hat der da drin? Zwei. Wow, das ist jetzt natürlich bitter, wenn kein Counter dabei ist.
Junge, du darfst nur zwei weglegen. Nee, die Katharine muss obendrauf. Du hast ja kein Weiß. Also so wie er es gerade hinlegt, ja, hat er kein Weiß gleich. Ja. Das. Oh, wow. Aua. Da war kein Force dabei, nix. Alter, welcome to Mountain. Elder Fiole, okay. Ja, kann er haben. Ja, ist jetzt schon schwierig. Wenn er jetzt, wenn jetzt ein Omni-Tail, also Show and Tell to Omniscience kommt, ohne den Kill, dann hast du verloren. Oder auch generell, wenn die Weil jetzt auf 1 tickt, den ersten Loot reinlegt, die Weil auf 2 tickt, den zweiten Loot reinlegt. Ja, aber. Die Weil ist tatsächlich super gefährlich. Einen Tod musst du sterben. Ist jetzt die Frage, was der Draw war. Kommt ein Show und ich hab schon gesagt, ich leg was rein. Da kommt der Cephalid. Und go! Oh wow. Oh, Trigger. Dann vor dem Draw. Vor dem Draw Tap legt man jetzt die. Oh mein Gott, die rein. Mit 3 Karten, dann ist die Ding raus. Dann ist die Tastorakel im Friedhof. Und das Problem ist, man darf jetzt nicht sein Deck malen. Der wird einfach conceded. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so ein Fehler. Er hat doch seine Drawstep. Er kann das Ding nicht als Instant spielen. Oh nein! Hier wäre ein Lose gewesen für Seven of Breakfast, weil er einfach gesagt hat, mill mein Deck. Oh nein! Weil er nicht 3-3-3-3-3 gemacht hat. Und einfach conceded wurde vom Omnitail-Spieler. Oh mein Gott, wie schön. Das ist ein schönes Ende. Bitte, 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 spielt sowas immer aus. Conceded nicht aus Frust oder ähnlichem zwischenzeitlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.